Hallo Leute und willkommen zurück zur Schneewittchen-Challenge. Hier geht direkt schon wieder die Mucke los. Die gute Snow müsste mal langsam in die Dusche, oder? Würde ich jetzt so sagen, du möchtest da gerade auch ein bisschen mit dem James quatschen. Aber nein, ich schicke dich erstmal unter die Dusche. Und in der letzten Folge haben wir einen kleinen Erfolg erzielt. Erich, was machst du? Erich, mein Lieber, du sollst nicht duschen. Nee, nee, lass mal bitte die Snow duschen. Ja, ich weiß, du müsstest auch, aber wir können gerade nichts dagegen tun. Pass mal auf, ich bin dafür, dass du erstmal hier hingehst, damit du uns nicht in die Quere kommst. Und ja, wir haben in der letzten Folge einen kleinen Erfolg erzielt, denn Snow hat ihre erste Fähigkeit auf Level 10 gebracht, und zwar die Geschicklichkeitsfähigkeit. Und darüber freue ich mich sehr. Schreiben, Spiel spielen, du kannst nochmal spielen. Waldemar, nimm es mir nicht übel, bitte. Waldemar, Waldemar, bitte. Waldemar? Ich weiß nicht warum, aber ich habe gerade das Gefühl. Oh, danke schön. Ich habe gerade das Gefühl, dass ich es nicht ertragen kann, Waldemar. Das tut mir sehr leid, aber irgendwie geht es doch ein bisschen auf die Ohren und anschließend dann in den Kopf. So, mit Sophia plaudern. Nee, ich glaube nicht, denn die muss ja in einer Stunde in der Schule sein. Obwohl, doch, Level 2 der Kochfähigkeit für Sepp. Ja, wisst ihr was? Von mir aus, um Rat bitten. Von mir aus, dann quatsch noch ein bisschen über Kochen reden. Dann über Gourmetspeisen. Ja, kannst du auch mal Sorry, bitte machen. Sir. Und lass mich Come, raten, bitte. irgendjemand ist wieder, ja, James, irgendjemand ist wieder an die Werkbank gegangen. So, wie gesagt, wir haben die Geschicklichkeitsfähigkeit endlich auf Level 10. Fehlt jetzt nur noch Kochen und Feinschmeckerkochen. Kochen sind wir ja schon 9, das wird nicht mehr ganz so lange dauern. Und ich habe mir gestern mal den Prinzen, in Anführungsstrichen, den Mann, den Jungen angeschaut, den ich am Anfang der Challenge für Snow erstellt habe. Wer kann denn mal eben kurz die Kuhpflanze füttern? Du bist gerade am Schlafen. Sepp, macht es doch mal eben. Hab mir den angeschaut und war überhaupt nicht mehr so zufrieden damit wie am Anfang. Ich zeige euch den jetzt nicht, denn das Ganze soll natürlich nach wie vor noch eine Überraschung bleiben. Ich habe mir aber überlegt, ich werde vielleicht so drei, vier Jungs erstellen. Der eine wird dann natürlich auch dabei sein. Und bevor Snow den dann kennenlernt, wird es eine kleine Abstimmung mit euch zusammen geben, welcher Junge denn der Beste für sie ist. Denn wie gesagt, ich bin nicht mehr so zufrieden mit dem. Und ich weiß gar nicht warum. Die Snow ist ja immer noch ein Teenie, aber als ich den Jungen gesehen habe, dachte ich, wow, der wirkt so jung. Und Snow, jetzt mal bitte zur Schule, genau. Und Snow ist, ich weiß nicht, sie ist irgendwie so ein bisschen gereift. Dadurch, dass sie hier den Haushalt macht, habe ich das Gefühl, sie ist viel älter als er. Ja, wie gesagt, das dazu. Du bist in der Schule. Wir müssen uns überlegen, was wir heute machen. Ich hätte sehr gerne ein Date mit der Mandy, muss ich sagen. Sepp und Mandy, das fände ich total super. Denn jetzt ist Snow in der Schule. Oh Gott, der macht das schon wieder irgendeine Skulptur. Und wir können ja von außen steuern, dass der Erich hier weitermacht. Snow ist, wie gesagt, in der Schule. Das dürfte kein Problem sein. Um Verabredung bitten. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Einfach ganz spontan. Gucken, was die Mandy so sagt. Hör mal bitte auf, da Fernsehen zu schauen. Ich weiß nicht, wo wir dann hingehen. Das entscheide ich auch jetzt gleich ganz spontan. Ich hoffe, sie hat Lust dazu. Sepp hat ein bisschen Hunger. Ja, gut. Vielleicht gehen wir zufälligerweise an einen Ort, an dem es auch was zu futtern gibt. Das wäre total schön. Aber das wirkt gerade so. Oh, die heutige Post wurde zugestellt. Das wirkt. Oh, ich wollte gerade sagen, das wirkt so, als hätte die Mandy keine Lust. Aber doch. So, wo gehen wir hin? Ja, wie gesagt, ich habe mir nicht wirklich Gedanken gemacht. Wo waren wir hier noch nicht? Das ist eine gute Frage. Du hast Schulden in Höhe von 13.000. Wir waren noch nicht im Modeviertel und wir waren hier noch nicht. Wollen wir hier mal hingehen? Ich meine, Modeviertel wäre jetzt für sie optimal. Karaoke-Bar. Ja, das wäre für sie optimal, aber da können wir besser später nochmal hingehen und machen unser Date jetzt einfach mal hier im Center Park. So, da sind wir auch schon. Was ist hier los? Wie geht's euch? Moment, stopp. Erstmal drücke ich auf Pause und guck mir das. Hallo? Was ist hier los? Guck mir das Ganze hier an. Was gibt's denn hier? Oh, wow. Oh, wow. Ich habe mich nämlich gerade gefragt, ob es hier wohl einen Techtelmechtelbusch gibt. Aber nein, das ist hier doch so ein Observatorium, ne? Techtelmechtel mit. Oh, ich finde, wir sollten uns aber erstmal irgendwo hinsetzen, oder? Ich möchte jetzt hier noch nicht direkt in die Vollen gehen. Mandy, was machst du? Was ist denn hier? Eine riesige Küche? Das ist aber ein bisschen merkwürdig, oder? Was ist hier oben noch? Das ist einfach.
Ja, weiß ich nicht. Einfach irgendein normales Haus. So kommt mir das gerade vor. Mandy, wo gehst du denn jetzt hin? Sag bloß, du musst. Was machst du? Du nimmst dir da was zu trinken. Pass mal auf. Zusammensitzen. Setzt euch doch mal auf die Bank. Das finde ich echt schön. Beide Sims gleichzeitig kokett sein lassen, sitzen und mit Verabredungen sprechen. Ich würde sagen, damit fangen wir jetzt erstmal an, Mandy. Ach so, du gehst da lang. Okay. Das ist ja auch ganz süß, hier so ein kleiner Pavillon. Und vor allem um einiges schöner als der, den ich im Garten von Familie im Moon Krüger gebaut habe. Das war ja auch so mein erster Versuch. So, ihr zwei, dann setzt euch mal hin. Ich finde es das toll, dass die Mandy ihre wunderbaren pinken Sachen anhat. So, Sepp. Und jetzt gehen wir mal ganz langsam ran. Über Nachbarn tratschen. Kennenlernen. Oh, das war's schon. Das war's schon. Tag verschönern. So, er ist auch gelangweilt, was natürlich nicht so gut ist. Über Obstkuchen beschweren. Was zur Hölle? Über Langeweile beschweren muss jetzt nicht unbedingt sein. Wir verschönern ihr mal den Tag. Das klappt immer gut mit den beiden. Wobei es mich ja in den letzten Folgen auch ein bisschen gewundert hat, dass sie immer öfter den James angerufen hat. Über Grundbesitz plaudern, lustige Aktivität vorschlagen. Das wäre doch mal schön. Über letzte Party reden, ja, könnte ihr vielleicht auch gefallen. Über Logikrätsel, ja, nee, küssen möchte ich jetzt noch nicht. Wobei sie dürfte eigentlich nichts dagegen haben, oder? Ich meine, die beiden haben sich ja schon öfter mal geküsst. Huch. Huch. Deck, deck. Und dann einfach mal einen Schluck Wasser trinken und das Glas dahin werfen. Was ist denn hier mit der. Was ist denn hier mit der Kamera? Ja, super, wir haben schon Gold erreicht. Das war fantastisch. Mit Verabredung witzeln? Was soll denn witzeln sein? Beste Freunde werden. Bitten nur Freund zu sein. Nein. Wir können sie mal küssen. Was ist witzeln? Ist witzeln verspielt? Ich weiß es nicht. Sie quatscht uns gerade voll. Ach toll. Echt, wenn man das mal vergleicht mit James, wo einfach so gar nichts ging, aber er ist immer noch gelangweilt. Warum? Warum bist du immer noch gelangweilt, Tratschen? Dann vielleicht auch mal ein bisschen rumschmusen, damit wir es wenigstens noch hinbekommen, dass die beiden hier kokett sind. Hat er gerade schon über Kinder geredet? Sepp, das muss ja nicht sein, ne? Anmachen. Ja, bitte. Mach sie doch mal ein bisschen an. Und ich bin auch dafür, dass du, gestehen sich angezogen, bitten, Freundin zu sein. Ja. Die sind echt süß zusammen, ne? Wirklich jetzt. Also dafür, dass ich mich am Anfang echt so auf James eingestellt habe. Irgendwas spinnt doch hier mit der Kamera, oder? Jetzt mal ganz. Hallo? Irgendwas ist doch da nicht richtig. Stört doch gerade die romantische Atmosphäre. Süße Nichtigkeiten flüstern. Ich wollte aber eigentlich ganz gerne aufreizend posieren. Das finde ich immer so witzig. Gnadenlos kitzeln. Können wir auch mal machen? Oh. Oh, was jetzt? Ach, jetzt. Oh. Ach, schön. Ja, Hauptsache eine Umarmung ist noch drin. Oh, Sepp, ey. Warum bist du so gelangweilt? Das macht doch voll Spaß hier mit ihr. Kompliment über. Oh, über Aussehen machen. Was macht ihr jetzt? Geht ihr da wieder einen Schritt auseinander? Händchen halten. Aber sie wird. Oh, Leute, wisst ihr, was ich gar nicht gemacht habe? Ich muss das mal eben machen. Fähigkeiten aufbauen. Videospiele. Muss ich mal eben kurz machen. Irgendwie? Bitten, Freundin zu sein. Ja. Ja! Ach, es ist süß. Echt putzig. Ja, jetzt ist er auch glücklich. Mandy ist soeben die Freundin von Sepp geworden. Ja, schön. Zuneigung ausdrücken, bitte. Ich möchte aber nach wie vor gerne aufreizend posieren. Romantik, Heiratsattrakt. Nein. Nein, nein, nein. Massage anbieten, verführerisch flüstern. Warum gibt es nicht aufreizend posieren? Ich glaube, dafür muss er kokett sein, ne? Ja, Techtelmechtel möchte ich gleich, aber. Ich möchte auch kokett sein, einen Kuss hauchen. Sie wird auch nicht kokett. Was ist denn da los mit euch? Oh, er muss auch so langsam mal pullern. Ja, Mandy, das gefällt dir, ne? Das gefällt dir. Zuneigung ausdrücken. Nee. Romantik, wo geht sie hin? Ewige Liebe erklären. Mandy, wohin gehst du? Ich wollte dir die ewige Liebe erklären. Pass mal auf. Dann machen wir das mal ganz schnell so, dass der Sepp hier kurz zur Toilette geht. Kurze Unterbrechung der Verabredung. Ich meine,
Ist doch ganz normal, mal eben kurz zum Klo gehen. Das kann man ja wohl mal machen. Und oh Gott, nee, du musst nicht auf das gleiche Klo gehen wie sie. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass sie dahin geht. Bei 4 Toiletten, wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit, dass sie dahin geht? Aber gut. Wow, der Tisch steht auch gar nicht nah hier dran irgendwie, ne? So, ach Sepp, ach, da kannst du dich reinsetzen, dass die Frauentoiletten verwenden, habe ich nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, jo, da sind geschlechterspezifische Toiletten. So, dann puller mal schön. Und danach kannst du Techtelmechtel im Observatorium, das finde ich schön, versprechen, Lied zu widmen. Na komm, Techtelmechtel, dann müssten sie doch beide eigentlich kokett rauskommen, oder? Mandy, wie sieht's aus? Komm, besprecht mal auf dem Klo, dass ihr jetzt ins Observatorium geht. Und? Ja, sie freuen sich. Los, dann hin mit euch. Wie er hinterher trottet und sie anschaut. Das ist echt süß irgendwie. Ach, Sepp. Ach, Sepp. Ihr macht es aber jetzt auch wirklich, ne? Techtelmechtel. Ja, die Mandy flitscht schon los. Die ist da noch ein bisschen agiler als er. So, ich drück mal eben kurz auf Pause, nicht, dass die beiden gleich eher da sind. Wow. Oh, das sieht schön aus mit der Lichterkette. Da ist ja auch ein Klavier, das sehe ich ja jetzt erst. Eieiei, so ihr zwei dann, passt mal auf. Wenn die Kamera mich hier nicht ärgert, dann geht es jetzt gleich los. Ja, geht rein, geht rein. Erstmal umschauen, ob auch keiner da ist. Das wäre so witzig, wenn man irgendwie, keine Ahnung, da noch was sehen könnte. Weil das Ganze. Ist hier ein Feuerwerk irgendwo in der Nähe? Was war das? Da hinten ist ein Feuerwerk? Warum ist da hinten? Was? Da hinten, stopp mal. Stopp mal, stopp mal. Hä? Was ist das hier? Feuerwerk? Oh, geil! Ey, das ist ja. Wow! Das ist ja cool! Das ist ja richtig cool! Warum. Nee, nee, Sepp, hör auf, dir was zu essen zu machen. Warum ist da ein Feuerwerk? Und wo geht die Mandy jetzt hin? Jetzt warte doch mal. Oh, Mandy will wieder ins Haus, ne? Das ist eine ganz tolle Verabredung. Vor allem sind sie nicht mal kokett. Mandy auch nicht, oder? Versprechen, Lied zu widmen. Also ich meine, schön und gut, ihr hattet jetzt ein Techtelmechtel, sie ist glücklich, er fühlt sich sehr unwohl. Gefährlich müde. Was? Nicht, dass er noch beim nächsten Techtelmechtel hier drauf geht, das wollen wir ja nicht. Sepp, kommst du dann auch mal rein? Trotte hier mal hin. Wie lange geht denn die Verabredung noch? 42 Minuten, gut, wir können natürlich länger bleiben. Aber trotzdem, irgendwie? Sie freut sich total, Wange streicheln. Sie ist kokett. Setz dich hin, Sepp. Hier sitzen und plaudern. Ja, nee, Mandy, jetzt bleib doch auch sitzen. Ach so, zum Wangestreicheln natürlich. Dann habe ich nichts gesagt. Oh. Ja, ich finde es süß, aber das ging jetzt trotzdem gerade sehr schnell. Und ich war auch ein bisschen abgelenkt vom Feuerwerk. Zuneigung ausdrücken. Romantik. Komplimente über Aussehen machen. Er wird einfach nicht kokett. Ich glaube, dafür geht es ihm jetzt auch schon zu schlecht, ne? 3 Stunden ist er noch gefährlich müde und hungrig. Wird ausgehungert in 23 Stunden. Eieiei. Mandy, wohin gehst du? Mandy. Mandy, was machst du? Jetzt sag nicht, du gehst schon wieder zur Toilette. Sie hat wieder Langeweile, schnelle Mahlzeit essen. Sie hat wieder Langeweile und holt sich deshalb im Wasser, ne? Verabredung abgeschlossen. Keine Musik und nichts? Was ist denn hier heute los? Das finde ich ja gerade nicht so witzig. Erich, baust du noch deine Fähigkeiten auf? Videospiele. Nicht, dass wir das hier außer Acht lassen. Das wäre schade. Ich möchte jetzt eigentlich. Warum läuft das heute wieder so blöd? Ich möchte jetzt eigentlich, dass der Sepp hier noch ein bisschen was futtert. Die Schule ist aus und Sophie hat keine besonders guten Leistungen erbracht. Oh, schade, du Arme. Bei dir klingelt das Telefon. Ah, das wird der Direktor sein. Nee, nee. Oh, muss ich da jetzt rangehen? Ja, komm. Komm, geh ran. Der quatscht sowieso immer nur das Gleiche. Und dann sollst du um sich kümmern. Nein. Ich möchte, dass auch du deine Fähigkeiten aufbaust. Warum funktioniert das nicht? Was soll denn das? Warum geht denn das nicht? Kontrolle? Nein. Nein. Ja, dann gehen wir gleich nach Hause. Wirklich, dann kann der Sepp hier jetzt gerne noch auffuttern. Sie spricht gar nicht mehr mit ihm. Komplimente über Aussehen machen hat er jetzt schon 10-mal gemacht. Einen Kuss hauchen.
Ja, Mandy, noch hat er das Kompliment nicht gemacht. Also bitte abwarten, Zuneigung ausdrücken. Also bei ihr sind die Balken, auch süß, bei ihr sind die Balken hier mega voll und er, ja, ist einfach, glaube ich, zu fertig. Ein Kuss hauchen, ewige Liebe erklären, sie haut ab. Oder was macht sie? Mandy, was machst du? Das geht immer noch nicht. Das geht immer noch nicht. Wie blöde ist denn das? Das ist ja echt doof. Und hier ist auch einfach mal so gar nichts los, ne? Wie gesagt, Sepp, iss jetzt noch mal bitte ein bisschen von deinen köstlichen Fruit Loops. Tag verschönern, ja. Einfach mal ein bisschen nett sein. Und dann gehen wir zurück nach Hause. Schlüpfrige Frage stellen. Ich meine, ja, war schön. Ich hatte das erste Mal ein Techtelmechtel im Observatorium. Aber ansonsten richtig spektakulär war das jetzt nicht, ne? Nicht so wirklich. Okay, tschüss, Mandy. Wie sie läuft, ne? Tschüss, liebe Mandy, dann kannst du nach Hause gehen. Oh, Snow ist ganz traurig. So geil. So geil, weißt du? Verabredung ist vorbei. Ne, wir gehen jetzt. Verabredung ist vorbei. Sie haut ab und er muss erstmal pupsen. Ey, wie geil ist das? Schön. So, es geht zurück nach Hause. Mandy, kannst du jetzt mitkommen? Kann ich dich mitnehmen? Geht das? Komm mal einfach mit. Wir gucken mal, was wir machen können. So, Snow, jetzt gucke ich als allererstes, wie es dir geht. Und drücke mal eben kurz auf Pause und lasse alle anderen da gerade ein bisschen außer Acht. So, dir geht es einigermaßen gut. Sozial ist immer noch ein Problem. Ich bin dafür, damit du zumindest deine Spaßanzeige hier ein bisschen füllst, dass du den Kochkanal schaust. Und wo bist du, mein Lieber? Erich, wo bist du? Warum nicht zu Hause? Zurück nach Hause? Was zur Hölle? Mit Sepp plaudern? Wo bist denn du? Hey, ich hab doch gerade... Was machst du? Nee, 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 Erich, komm mal bitte. Erich, kommt mal bitte hier hin. Der soll nämlich ein bisschen spielen. So, Spiel spielen. Was, wer lacht denn da so, der Manni? Und Günni, du kommst mal bitte, genau, du kommst mal bitte da weg, damit der Erich hier sitzen kann. So, Mandy kommt auch rein, das ist schön. Ich hoffe, sie geht da jetzt nicht an den PC, das wäre nicht so cool. Und da läuft jetzt der Kochkanal, ja? Und Jürgen... Nein. Nein. Muss das sein? Muss das echt sein, Mandy? Oh Gott. Okay, Erich spielt. Oh Gott, Mandy, bitte. Vor allem können wir sie jetzt nicht davon abhalten, ne? Wir können sie nicht davon abhalten. Sie wird jetzt einfach weiter singen und Sepp pennt auf dem Sofa. Oh! Oh! Stopp mal bitte! In der Stadt findet das Schräger Humor und Krasse Späße Festival statt. Klicke auf eines der dynamischen Schilder Festival-Info-Anzeigen. So. Das ist der Ort. Das ist also die Galerie. Okay, von Montag 17 bis 23 Uhr. Alles klar, Leute. Da gehen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall hin. Dann würde ich sagen, mache ich nämlich jetzt hier einen Cut. Dann ist die Folge vielleicht ein kleines bisschen kürzer. Und beziehungsweise ich gucke nochmal eben kurz nach, wie es allen so geht. Wir gehen aber trotzdem in der nächsten Folge hin. Also, du bist jetzt beschäftigt mit der Videospielfähigkeit, ne? Jo, das funktioniert auch. Snow, wie sieht es bei dir mit dem Kochen aus? Kochen. Nein, du baust wieder nicht die Kochfähigkeit auf. Du baust wieder nicht die Kochfähigkeit auf und ich habe das Gefühl, seht ihr das, Leute, Standbild. Standbild. Stopp. Nee, stopp. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Beim nächsten Mal gehen wir auf jeden Fall zum Festival. Da werde ich den richtigen Ort raussuchen. Aber die Folge ist jetzt ein bisschen kürzer, weil, wie gesagt, ich möchte nicht, dass zu viel Zeit vergeht und wir nachher nicht mehr genug Zeit beim Festival haben. Und vor allem habe ich gerade wieder das Gefühl, es läuft extrem mies. Mandy, es war sehr schön mit dir. Schön, dass du in dieser Folge so präsent warst. Standbild. Na, geil. Ja, es tut mir leid, Leute. Irgendwann schmeiße ich Sims nochmal aus dem Fenster. Bis dahin. Tschüss.